Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die EDIFACT-Anpassungen in der deutschen Energiewirtschaft zum April 2022. Es wird nicht langweilig rund um EDIAT Energy. Wir hatten ja im April 2021 schon eine ganze Menge Anpassungen, unter anderem ja auch im Kontext der Entscheidungsbaumdiagramme und Codelisten. Dann zum Oktober 2021, wenige Wochen nach Aufzeichnung dieses Videos, haben wir den Redispatch 2.0 und mit dem auch einhergehend so ein paar weitere Anpassungen der EDIFACT-Formate und der XML-Formate, die dann ja eingeführt werden. Und im April 2022, wenn nämlich auch die Marktregeln geändert werden, GBKE, WIM, MPES und MABIS und außerdem die relevanten Rahmenvertragsvorlagen geändert werden, werden damit einhergehend natürlich auch wieder die EDIAT Energy Nachrichtentypen angefasst und geupdatet. Und das ist jetzt mittlerweile also bekannt. Es ist eine Konsultation gestartet und dementsprechend können wir hier in der Mitteilung Nummer 21 zu den Datenformaten zur Abwicklung der Marktkommunikation, die am 30. Juli von der Bundesnetzagentur hier veröffentlicht wurde, mal anschauen, was bevorsteht. Eine Konsultation bedeutet, jetzt kann man bis zu einem bestimmten Zeitpunkt die eigene Meinung, die eigene Stellungnahme veröffentlichen und an die Bundesnetzagentur schicken. Und wenn ich das scrolle, seht ihr schon, wie viel hier geändert wird. Und dann sehen wir nämlich hier, die Stellungnahmen können bis am 27.08.2021 mit einer E-Mail an datenformate@bnetza.de praktisch geltend gemacht werden. Und dafür gibt es beigefügte Dokumente wiederum ganz unten angehängt hier. Diese Formblätter, Formblatt für Regelung zum Übertragungsweg, zum Entscheidungsbaumdiagramm, XML-Dokumente und weitere EDIAT Energy-Dokumente. Das ist dann eine Excel-Vorlage, in die man einträgt, in folgendem Dokument, in folgendem Kapitel möchte ich folgende Anmerkung machen. Mit vielleicht noch einer Begründung. Und dann ist das im Zweifel ganz hilfreich, weil ja die Marktteilnehmer, Versorger, Netzbetreiber, Messstellenbetreiber und so weiter ja hier eine ganz wichtige eigene Perspektive mit einbringen können und auch sollen. Und wenn wir uns das anschauen, was hier passiert, dann merkt man auch, es ist auch dringend notwendig, dass der Markt hier seine eigene Stellungnahmen mit veröffentlicht. Also was passiert? Wir haben einerseits Anpassungen in den allgemeinen Festlegungen und den Regelungen zum Übertragungsweg, sehr allgemeine Dokumente, weil wir teilweise ja auch ein bisschen anders jetzt umgehen werden mit EDIFACT-Formaten. Es wird deutlich öfter so sein, dass man in einer Datenübertragungsdatei dann auch mehrere Nachrichten anhängt, weil man zum Beispiel in Zukunft Preisblätter ja auch für die Netzwerksabrechnung und so ja auch über EDIFACT übertragen soll und Kommunikationsdatenblätter über EDIFACT übertragen soll. Und dann kann es durchaus sinnvoll sein, wenn man mehrere davon als Marktpartner selbst hat, dass man die dann auch gemeinsam in einer Datei an den jeweiligen Marktpartner schickt. Und so weiter. Also es ist jetzt immer häufiger so, dass man das Ganze auch mal aggregieren könnte. Das ist hier dann auch vorgesehen. Übertragungswege, unter anderem wird SFTP noch eingeführt. Das ist ja eine Übertragung über einen Server. Praktisch man greift auf einen Server zu und zieht sich die Dokumente runter, die Dateien runter. Das ist dann hier nochmal genauer beschrieben, wie das angewendet wird. Und dann haben wir eine ganze Menge konkreter Anpassungen. Unter anderem die Anwendungsübersicht der Prüfis, die Liste der Artikelnummern, die Liste der OBIS-Kennzahlen, verschiedene kleinere und größere Änderungen, aber noch nicht so ganz weltbewegendes. Und wenn man dann so scrollt, sieht man, ja gut, eine ganze Menge wird angefasst, wirklich viele Formate werden hier wieder berührt, aber besonders interessant ist es ja, wenn man jetzt hier mal eine bestimmte Suche macht. Wir suchen nämlich einfach mal nach Version 1.0 Leertaste. Und dann sehen wir nämlich die Dokumente, die ganz neu eingeführt werden, nicht in der Version 1.0b zum Beispiel kommen, sondern in die Version 1.0 erstmals also veröffentlicht werden. Und haha, wir haben vier Ergebnisse. Worum geht's? Wir haben zum Beispiel hier die ORDCHG. Die, wofür könnte das wohl stehen? Order Change, für eine Bestelländerung. Eine Bestelländerung macht dann Sinn, wenn wir bedenken, dass dann eben auch mit April nächsten Jahres zum Beispiel der Sperrauftrag oder auch Entsperrung, also Wiederinbetriebnahme einer Verbrauchsstelle, über EDIFACT automatisiert laufen soll und eben nicht mehr über diesen Excel-Anhang, der bisher als Anhang des Lieferanten-Rahmenvertrages genutzt wurde, sondern eben über EDIFACT, über einen definierten Prozess. Und das bedeutet ja, wir brauchen dann ein Format, mit dem wir diese einerseits auslösen können, aber auch das Ganze wieder stornieren können, falls es nicht richtig war. Das Auslösen ist praktisch eine Bestellung, eine Orders. Wenn wir jetzt aber eine Sperrung beauftragen, wir bestellen die Sperrung über eine Orders, dann eben zum Beispiel, und dann stellen wir fest, wir wollen das ja gar nicht. Wir wollen das zurücknehmen, wir wollen das stornieren. Dann
müssen wir das ab dem 1. April mit einer Order Change machen. Wir changen also unsere ursprüngliche Bestellung. Wir stornieren unseren Sperrauftrag oder unseren Endsperrauftrag über diese Order Change. Ähnliches Szenario. Es gibt ja dann auch den neuen Marktpartner Energieserviceanbieter, den ESA. Der ist ein Dienstleister für den Endkunden, der zum Beispiel mit Energiedaten irgendwas machen soll. Wenn der was machen soll, dann braucht er die Energiedaten natürlich erstmal. Der bestellt sich also zum Beispiel beim Messstellenbetreiber eine Wertübermittlung. Und das bestellt er über eine Orders. Und wenn er das dann eventuell doch nicht will, also die Bestellung stornieren will, dann macht er das eben dann auch über eine Order Change. Er kann dann praktisch die Wertübermittlung wieder zurücknehmen, die er gar nicht haben möchte. Gehen wir mal weiter. Was kommt noch in der Version 1.0? Die Partin. Die Partin. Was könnte das wohl sein? Partin? Partner Information. Tatsächlich wird es nämlich auch so sein, dass in Zukunft die Kommunikationsdatenblätter der einzelnen Marktpartner eben auch nicht mehr als Excel-Anhang oder PDF hin und her geschickt werden soll, sondern tatsächlich über Edifact in Zukunft eben auch automatisiert ausgetauscht wird. Und dementsprechend ist das einfach nur ein Format für die Kommunikationsstammdaten eines Marktpartners, wo dann drin steht Name, Adresse, steuerliche Informationen und so weiter. Alles, was man eben braucht für den Edifact-Austausch im Weiteren. Das ist dann die Part-In. Und dann geht es noch weiter zur UTILTS. Die kennen wir bisher schon als Berechnungsformelformat und die wird jetzt nochmal ausgeprägt für die Zählzeitdefinitionen. Was sind denn Zählzeiten und Zählzeitdefinitionen? Der Name sagt es ein bisschen. Es geht darum, dass wir zeitlich unterscheiden wollen, wie gezählt wird. Also wie eine Messung vor Ort zugeordnet werden soll. Nämlich ist das Ganze natürlich im Kontext des Smart Metering zu sehen, dass wir dort ja ganz variabel so dynamische Tarife anwenden wollen, in denen dann eben beispielsweise gesagt werden kann, zu einem bestimmten Zeitpunkt soll die Messung eben auf ein bestimmtes Register laufen und dann auf ein anderes Register laufen. Praktisch soll in einem bestimmten Zeitraum, wo wir einen bestimmten Tarif haben, der eine Zähler hochlaufen, ne, Zähler, das ist dann das Register, und dann springen wir in eine andere Tarifebene und dann soll praktisch ein anderer Zähler hochlaufen, damit man am Ende die Energiemengen den richtigen Tarifstrukturen zuordnen kann und so weiter. Das Ganze auch automatisiert passieren soll und dafür gibt es dann hier eben eine Definition, die Zählzeitdefinition. Das ist dann zum Beispiel zu sehen, auch in dem Kontext von Heizstrom, wenn man sagen möchte, okay, in bestimmten Zeiträumen wird die Wärmepumpe praktisch geladen, das kennen wir ja schon klassischerweise als HTNT, dann ist jetzt hier aber auch die Definition drin, in bestimmten Zeiträumen soll das dann eben über dieses Register laufen, Nachtspeicherheizung, aber genauso auch Schwachlastkunden im Haushaltsbereich oder auch andere atypische Netznutzung, also Hochlastzeitfenster, in dem man ganz besonders viel dann verbrauchen würde. Man kann da so Sachen reinschreiben, auch wie nach einer bestimmten Anzahl von Minuten wird automatisch zum Beispiel das Register wieder gewechselt und sowas. Das ist dann wirklich interessant, wenn wir immer tiefer reingehen in das Smart Metering und dann hier eben auch automatisiert beispielsweise solche Geschichten ändern wollen. Im Weiteren seht ihr aber auch, ne, neben der UTILTS und der UTILMD in den verschiedenen Ausprägungen, die Request for Quote, die Quotes, die Orders, die Order Response, die Order Change, REM-ATV, PRICAT, die neue Partin, die MS-Cons, die Invoice, die Inspection Report, die IFTTA, die Herkunftsnachweisregisterformate, Control, Condis, APARAG, eine ganze Menge, was hier angefasst wird. Und dazu dann auch nochmal die XML-Dokumente, die wir jetzt durch den Redispatch zum Oktober 2021 einführen. Die gibt es ja vorher auch schon und die gab es jetzt auch schon im Kontext der klassischen Kraftwerkseinsatzplanungsprozesse zwischen den großen Kraftwerksbetreibern und den Übertragungsnetzbetreibern. Das wurde schon per XML gemacht und weil es das ja schon gab, muss man jetzt nicht die Welt neu erfinden. Also hat man praktisch das verwendet und jetzt eben auch zum Oktober 2021 eingeführt für die normalen kleineren Anlagenbetreiber und die Verteilnetzbetreiber, die eben so einen Fahrplanaustausch dann machen wollen oder müssen, über hier diese XML-Dokumente. Da sehen wir auch sowas wie Stammdaten, Planned Resource Schedule, also Einsatzplanung, Aktivierung, Unavailability ist praktisch die Nichtverfügbarkeit, Acknowledgement ist praktisch eine Zustimmung und so weiter. Also verschiedene Formate auch hier in der Kraftwerkseinsatzplanung. Und dann, das wird viele ganz besonders freuen, die Entscheidungsbaumdiagramme und Codelisten in ihrer Version 3.0. Die ist dann auch schon sage und schreibe 400 Seiten lang als Dokument. Richtig spaßig hier und andere auch deswegen, weil weitere Codes übertragen werden. Ich meine, aus der Comdis und aus der REM-ADV sind jetzt auch die Codes komplett übertragen in dieses zentrale Dokument Entscheidungsbaumdiagramme und Codelisten. Der Sinn ist ja, dass wir schlussendlich diese ganzen diversen, verschiedensten Codes
Z12 und so weiter, Vertragsbindungen in der UTMD, dass wir die jetzt zentrieren wollen in dieses Dokument EBD und Codelisten, um dann nur darüber noch die Codes aufzuführen, die dann auch deutlich granularer auf verschiedene Szenarien zugreifen sollen. Das kennt ihr, wenn ihr es euch mal angeschaut habt, A01 bis A99, denn ganz konkret für dieses eine Szenario die 10 verschiedenen Ablehnungsgründe oder Zustimmungsgründe dann genauestens aufschlüsseln, damit auch die Automatisierung besser laufen kann in Zukunft. Wird jetzt hier also nochmal deutlich geupdatet auf Version 3.0 mit 400 Seiten insgesamt. Stark. Wer sich damit nun also weiter auseinandersetzen möchte, der kann also, wie gesagt, bis Freitag, 27.08. über die unten verlinkten Excel-Vorlagen eine E-Mail pro Marktpartner an diese datenformate@bnetz.de E-Mail-Adresse schicken. Dabei ist auch nochmal interessant, dass darauf hingewiesen wird, dass unter anderem ja auch es Änderungen gibt im Kontext des hier weiter unten der Einführung von UTC, also dieses Zeitzonenmanagement. Bisher haben wir praktisch MEZ verwendet und jetzt praktisch den UTC. Und außerdem gibt es die Umstellung von meistens Tagesschaffenangaben, das ist dieses Format, Datumsformat 102, Jahr, Monat, Tag. Das wird jetzt ganz oft noch weiter granuliert auf die minutengenaue Angabe 303, also Jahr, Monat, Tag, Minute, Stunde, Minute. Also das kennen wir von verschiedenen Angaben sowieso schon, aber das wird jetzt deutlich öfter noch angewendet. Wer dazu qualitätssteigernde Rückmeldungen geben möchte, kann auch das noch machen über den Weg der Dokumente. Und insbesondere interessant ist auch nochmal alles so rund um diese Zählzeitdefinition. Dort sollen noch weitere Rückmeldungen gerne gegeben werden, die sich dann darauf beziehen, welche Arten von Messwerte nun eigentlich mit diesen Definitionen auch tarifiert werden sollen. Nochmal was zu den Hochlastzeitfenstern und so weiter. Also wir haben verschiedene Entwicklungen rund um die Smart Meter Gateways, die hier nochmal natürlich einfach ganz neu sind und wo dann verschiedenste Feedbacks auch einfach gewünscht sind. Nochmal Hinweise zu den XML-Formaten, wo die XSDs, also die Vorlagendokumente praktisch für die XMLs, die Templates natürlich mit verlinkt sind, die aber eigentlich gar nicht wirklich konsultiert werden, weil diese Vorlagendokumente. Und ja auch nochmal der Hinweis, dass die Entscheidungsformdiagramme Version 3.0 auch deswegen so aufgebläht worden sind, weil verschiedene Prozesse neu reingekommen sind und natürlich auch die RemaDV und die Comdes jetzt hier komplett mit überführt wurden. Wer sich dazu nun also im Genaueren äußern möchte, kann diese Dokumente hier unten verwenden. Auch nur die. Wichtig ist dabei, das sind wirklich Rückmeldungen zu diesen Änderungen. Das sind keine grundsätzlichen Änderungsanforderungen, die nichts damit zu tun haben. Die müssen immer separat geschehen über dieses Forum Datenformate. Aber die konkreten Meinungen zu den jetzt hier vorgeschlagenen konsultierten Änderungen, die kann man über diese vier Formblätter rückmelden. Also, habt ihr erstmal Fragen, Anmerkungen und Ähnliches zu diesen über 60 Anpassungen, die wir zum April nächsten Jahres haben werden, neben der Tatsache, dass wir die GBKE, die WIM, die MPES, die MABES und die Lieferantenrahmenvertragsvorlage ändern, der kann gerne eben jenes unten in die Kommentare schreiben. Und ansonsten, wie immer, natürlich das Video liken, den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und dann, wie immer, bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.